Hallo, mein Name ist Rainer Gerhardt. Ich möchte kurz vorstellen, wie man das Problem der konvexen Hülle in der Ebene lösen kann, und zwar auch recht optimal lösen kann. Das hier oben braucht uns nicht zu interessieren, das spare ich nur ein bisschen Papier. Zur Problemstellung kurz: konvexe Hülle haben wir eine Menge von Punkten in der Ebene und sollen dann eben berichten, im Gegenuhrzeigersinn, das, was die konvexe Hülle ausmacht. Also zeichnen wir mal ein paar Punkte, den, dann nehmen wir hier den noch dazu, nehmen uns hier vorne ein, nehmen hier ein, hier ein, dann sagen wir mal, hier haben wir auch noch einen Punkt, hier haben wir einen Punkt, den ignorieren wir mal. Also ich wollte keinen auf gleicher Koordinate setzen, und dann haben wir meinetwegen hier noch einen Punkt. So, die Lösung, die ich hier habe, basiert auf dem Ansatz des Konturpolygons. Das Konturpolygon verbindet alle äußeren Punkte miteinander, ist aber nicht zwingend konvex. Hier sieht man jetzt, da entsteht zum Beispiel eine spitze Ecke. Hier würde auch eine spitze Ecke entstehen. Also keine konvexe Figur. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass schon die äußeren verbunden werden, ist das Konturpolygon recht nah an der konvexen Hülle. Und das ist im Prinzip die Idee, die wir nutzen. Wir bauen das Konturpolygon auf und bereinigen das dann anschließend im zweiten Schritt um die spitzen Ecken. So, wie machen wir das? Wir benutzen ein Sweep-Verfahren. Und zur Vorbereitung des Sweep sortieren wir erstmal alle Punkte nach der X-Koordinate. So, das brauchen wir, damit wir da vernünftig drüber sweepen können. Das hier ist X, also erstens dort nach X. Wenn wir das gemacht haben, wird in unserem Sweep, da haben wir als Ereignisse statisch das Auftreten der Punkte und halten dynamisch fest die obere bisher und untere Y-Koordinate. Jetzt muss ich noch sagen, wir sweepen zweimal rüber, einmal von links nach rechts und einmal von rechts nach links, und ermitteln dabei jeweils die linke und die rechte Seite des Konturpolygons. So, halten uns eben immer Y-Max und Y-Min bisher gefunden fest. Wenn wir nur einen Punkt haben, ist das offensichtlich sowohl der Minimum oder auch der Maximumpunkt, und bilden dann eine Kante, wenn wir ein neues Minimum oder Maximum finden. Also wir laufen mal drüber, Sweepline trifft den ersten Punkt, erst ein Ereignis tritt auf, der passiert noch nichts, weil wir noch nichts gesetzt haben, der wird erstmal als neuer Referenzpunkt festgehalten. Und dann finden wir als nächstes den Punkt hier, der bildet ein neues Maximum, also wird Kante gebildet und die Sweep-Statusstruktur aktualisiert. Dann finden wir, den Punkt, den habe ich jetzt aber wieder saublöd gesetzt, finden wir als nächstes den Punkt, der ist im Inneren des schon bekannten Bereichs. Dadurch, dass ich den so gesetzt habe, ist er natürlich eigentlich so gerade an der Grenze, aber ist noch im Inneren, wird deswegen ignoriert. Dann finden wir als nächstes den Punkt, bildet ein neues Minimum, also wird hier Kante verbunden. Nächstes Ereignis, der Punkt, wird auch Kante verbunden. Dann kommen eine Zeit lang keine Punkte. Nächstes Ereignis ist er hier, neues Maximum. Also verbinden wir die Kante. Dann kommt der hier und der mehr oder weniger gleichzeitig. Suchen wir uns irgendeinen aus. Der hier ist neues Maximum. Der ist uninteressant, weil kein neues Minimum. Der ist wieder neues Maximum. Der ist auch uninteressant, weil kein neues Minimum. Dann ist der Sweep fertig. Entsprechendes machen wir von der anderen Seite. Also erstmal Sweep, also sagen wir mal 2a, Sweep nach rechts, und jetzt machen wir hier den Sweep nach links. Selbes Verfahren, erster Punkt gefunden, dann entdecken wir den als nächsten, bilden also hier den Teil des Konturpolygons, dann entdecken wir den als nächsten, der liegt schon unterhalb des Maximums, aber also im bekannten Bereich, passiert nichts, etc. Decken den wieder, der ist neues Minimum. Entdecken den, liegt im bekannten Bereich, entdecken den, neues Minimum. Und entdecken dann noch die Punkte, die kein neues Maximum oder Minimum sind.
bilden. Also dann 2b ist dann der Sweep in die andere Richtung. Damit haben wir das Konturpolygon. Das ist aber ganz offensichtlich nicht konvex. Ja, denn hier, der Punkt sieht den Punkt nicht, ohne das Polygon zu verlassen. Und das korrigieren wir jetzt, indem wir auf dem Polygon entlanglaufen und dann schauen, wo wir solche spitzen Ecken haben. Und wo wir eine spitze Ecke finden, da wird der Punkt entfernt und die spitze Ecke wird mit dem nächsten Punkt wieder verbunden. Der ist aber weg. Das ist ganz wichtig, dass der weg ist, aber der kann auch nie wieder betrachtet werden. So, jetzt haben wir hier immer noch die spitze Ecke, wird dann auch entsprechend korrigiert. Jetzt haben wir keine Spitzen mehr, wenn wir weiterlaufen, finden wir hier unten noch die spitze Ecke, die wird dann auch korrigiert. Und was bleibt, wenn ich das jetzt nur noch zur Verdeutlichung mal rot mache, ist dann die konvexe Hülle dieser Punktmenge. Also drittens, Korrektur spitze Ecken. So, und jetzt gucken wir mal in die Laufzeitbetrachtung. Über den Gesamtablauf des Korrekturprozesses können wir maximal n Ecken betrachten, weil wir jedes Mal sofort die Ecke entfernen. Dann haben wir da O von n maximal. Die beiden Sweeps, die sind jeweils auch in n Zeit durchführbar, denn der Vergleich Minimum und Maximum ist konstant. Also wird er über n Punkte durchgeführt. Also haben wir da auch jeweils O n. Aber wir müssen, um überhaupt die Sweep verwenden zu können, eben sortieren. Und sortieren hat O n log n. Das heißt, dass wir also auch in der Summe die Operation dominieren, mal n log n als Gesamtkomplexität haben. Jetzt wissen wir obendrein, dass die untere Schranke Omega auch bei n log n liegt. So dass daraus dann natürlich folgt, dass der beschriebene Algorithmus hier auch in Theta n log n liegt oder anders ausgedrückt, er ist optimal.